1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute heißt unsere Sendung So ging's weiter. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, mit denen ich irgendwann schon einmal hier in dieser Sendung gesprochen habe und frage euch, wie geht es euch heute und wie hat sich eure Geschichte und euer Thema, weswegen ihr damals angerufen habt, weiterentwickelt. Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ein weiteres Mal mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns ganz einfach domian@wdr.de und bitte nicht vergessen, in die Mail eure Telefonnummer reinzuschreiben. Der erste Anrufer, die erste Anruferin heute Nacht ist Susanne und Susanne ist 40 Jahre alt. Hallo Susanne. Hallo Jürgen. Grüße dich. Wann haben wir miteinander gesprochen? Wir haben 98 miteinander gesprochen. 98, das ist verdammt lang her. Genau, 10 Jahre. Genau. Um was ging es damals? Ich war auf der Suche nach meinen leiblichen Eltern. Ich bin adoptiert worden und stand kurz davor, meine leibliche Mutter zu finden und hatte dich um Rat gefragt, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das machen soll. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was du gemacht hast. Also ich habe dann rausgefunden, wo sie wohnte. Sie hat also bei mir fast um die Ecke gewohnt. Ach. Und dann bin ich mit einer Nachbarin einmal unterwegs gewesen und dann sagte ich so, ich würde ja da gerne hinfahren, aber ich traue mich nicht. Ja. Und dann sagt meine Nachbarin, sag mal Adresse. Und dann sind wir da hingefahren. Und dann hat sie mich da im Prinzip die Treppe hochgeschubst und hat dann auch die Anfangskonversation übernommen, weil ich mich überhaupt nicht getraut habe. Du kanntest sie auch vom Ansehen nicht? Nein, gar nicht. Und du hattest damals nie Kontakt mit ihr gehabt, auch als Kind nicht? Nein, gar nicht. Wie kam das? Ich wusste vom Jugendamt ihren Namen und habe dann einfach mal aus Jux hier im Telefonbuch geguckt und denke, ups, die wohnt ja bei mir um die Ecke. Ach so, bist du in einem Heim aufgewachsen oder bei Adoptiveltern? Ich bin erst im Heim gewesen und mit einem halben Jahr dann zu Adoptiveltern gekommen. Ja, war das Leben bei den Adoptiveltern gut für dich? Nein, die hassen mich. Die hassen dich? Die hassen mich bis heute. Also da waren dann so, ich sag mal so harmlose Sprüche. Man hätte dich als Baby gegen eine Wand schmeißen sollen. Und wie unfassbar. Dass wir dich aufgenommen haben, wer weiß, wo du sonst gelandet wärst. Und warum haben die dann dieses Kind, nämlich dich, dieses kleine Kind aufgenommen, wenn sie so eine seltsame Einstellung offensichtlich dazu hatten? Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch oft gefragt. Und das Geld deswegen? So, dass sie selber ein leibliches Kind hatten, einen Sohn, und der ist mit 6 Wochen an Diphtherie gestorben. Danach haben sie von einer Schwester von meinem Adoptivvater ein Mädchen zur Pflege genommen und dann wollte die Mutter das aber plötzlich wieder haben. Und dann haben sie gedacht, okay, wir wohnten in so einem kleinen Dorf, da war es halt schick, wenn man ein Kind hat, egal wo es herkommt. Und dann haben sie mich halt adoptiert und haben halt gesagt, na, wir wollten noch mal ein Kind lieben, haben es aber nicht geschafft. Mann. Das heißt, du bist dann bei Menschen aufgewachsen, die dich nicht geliebt haben. Genau, die mich auch bis heute hassen. Haben die dir frühzeitig gesagt, dass du nicht ihr Kind bist? Ja, aber ich denke mal, das auch aus dem Hintergrund, wir haben in so einer ganz kleinen Sackgasse gewohnt und da wusste das jeder. Ach so, verstehe. Und dann wäre es natürlich blöd gewesen, wenn irgendeine Nachbarin sagt, hey, du bist ja nur adoptiert. Deshalb wusste ich das also, soweit ich denken kann. Hast du denn, ich könnte mir vorstellen, dass man dann doch vielleicht auch aus diesem Unglück heraus da zu irgendwelchen Menschen gekommen zu sein, dass man da als Kind, als Jugendlicher viel an die leibliche Mutter, die leiblichen Eltern denkt. Sicher, klar. Ich habe mir immer ausgemalt, meine leiblichen Eltern, denen wurde ich weggenommen, weil die ganz böse Menschen denen was wollten. Und ich habe mir da immer so meine Scheinwelt aufgebaut. Auch dadurch, dass das viel mit sexuellem Missbrauch und dem ganzen Krams da vor sich ging. Und ich habe mir das immer so schön ausgemalt. Wie lange hast du es dann ausgehalten bei deinen Adoptiveltern? Ich habe da gewohnt bis 90. Da warst du dann wie alt? Jetzt rechne mal, seit 67. 23? 23, genau. Dann doch ziemlich lange, ne? Ja. So, jetzt erzähl mal, du bist dann mit deiner Freundin zusammen da hochgestiefelt zu deiner leiblichen Mutter. Genau. Was für ein irres Gefühl. Wahnsinn. Dann zum ersten Mal der Frau gegenüberzustehen und die wusste noch gar nicht, wer du bist wahrscheinlich. Nee, überhaupt nicht. Also es war dann so, sie hatte so eine weiße Haustür und da war so ein kleines Fenster drin, was man aufmachen konnte. Und dann hat meine Freundin da geklingelt und sie kam dann so am Fenster, ja,
etwas motzig. Mhm. Und ich stand da so, wow, Herzklabaster, kurz vorm Abnippeln. Mhm. Und meine Freundin sagte, ja, das ist Susanne und die wollte sie gern kennenlernen. Das ist ihre Tochter und ob wir denn mal reinkommen könnten. Und da hat sie auch sofort die Tür aufgemacht. Mhm. Wir durften dann auch reinkommen und wir waren dann beide sehr nervös. Meine Freundin hat dann am Anfang das Gespräch so aufrechterhalten und irgendwann kamen wir dann so, dass wir miteinander geredet haben. Ja. Aber auch nur Viertelstunde, also nicht wirklich lange. Ja. Weil das war uns allen auch zu viel. Natürlich. Hat sich denn, das liegt ja nun auch schon, wie gesagt, 10 Jahre zurück. Ja, genau, das war 98. Genau. Hat sich denn dann seitdem eine Beziehung aufgebaut? Nein. Zwischen? Nicht. Absolut nicht. Also ich habe das Erste, was sie sagte, als ich reinkam, sagt sie, du siehst aus wie Jürgen, also wie mein leiblicher Vater. Und durch sie habe ich dann eine meiner Schwestern kennengelernt und eben meinen leiblichen Vater auch, den ich dann übers Einwohnermeldeamt über meinen damaligen Chef habe suchen lassen und ihn dann angeschrieben habe, so könnte es sein, dass sie vor so und so vielen Jahren mit Frau sowieso eine Affäre hatten oder kann dein Kind entstanden sein, das wäre dann ich. Und er hat sich dann bei mir gemeldet, hat also erst mit ihr telefoniert, so kann es sein, dass da jemand ist. Mhm. Hat sich denn dann aus diesem Kontakt etwas weiteres entwickelt zu dem Vater? Ja, ich habe ihn kennengelernt und er ist leider ein paar Monate nach unserem Kennenlernen verstorben. Ach. Ich weiß leider auch nicht, woran. Mhm. Ich habe dann jetzt letztes Jahr mal seine damalige Frau angeschrieben. Ich habe den Mut gefasst und die sagte mir, schrieb mir dann nur so zurück, also wie er wirklich war, das will ich gar nicht wissen. Das möchtest du nicht wissen? Das würde ich nicht wissen wollen, genau. Ach so. Das wäre wohl ganz furchtbar gewesen. Ach so. Dann frage ich mich natürlich, warum man irgendwie 18 Jahre mit jemandem verheiratet ist, wenn der angeblich ist. Tja, das gibt's so oft, leider Gottes. Hast du denn von deiner Mutter zumindest erfahren, warum man dich damals abgegeben hat? Sie hat damals, soweit ich weiß, als Prostituierte gearbeitet und ihr haben sie alle Kinder weggenommen, sofort nach der Geburt. So. Wie oft hast du deine Mutter dann nochmal gesehen? Nur zwei, dreimal. Wir haben dann also ein paar Mal telefoniert, aber... Wie traurig, ne? Dass sie nicht von sich aus auch das als großes Glück aufgefasst hat, dass du ihr quasi ins Haus geschneit bist. So war es ja fast wörtlich. Ganz genau. Sie hat aber kein Interesse daran. Nein, ich hab immer gesagt, sie wollte mich damals nicht und sie will mich jetzt nicht. Nun hast du eine schlechte Kindheit gehabt bei den Adoptiveltern und hast jetzt auch dann nochmal diesen Misserfolg erleben müssen mit deinen leiblichen Eltern. Ja, mit deiner leiblichen mein leiblicher Vater, soweit ich ihn kannte, war ein Traum. Ja. Der war der Erste, wir haben uns getroffen, der hat mich in den Arm genommen. Das kannte ich überhaupt nicht, weil bei meinen Adoptiveltern, wenn ich, sage ich mal, von der Klassenfahrt zurückkam, musste ich die Hand geben. Guten Tag. Mhm. Also zumindest eine gute Erinnerung an den leiblichen Vater, wäre noch leider nur eine kurze Erinnerung, aber eine schlechte Erfahrung noch mit der Mutter. Ja. Hast du das jetzt alles so locker weggesteckt? Ich versuche es. Du versuchst, du wirkst ja sehr, sehr, sehr fröhlicher Mensch. Und ja, ich habe, meine Freundin sagte damals zu mir, die kannte so meine Geschichte und sagte, dass du überhaupt lachen kannst. Ich sage, was soll ich denn machen? Ich sage, ich habe nur die Möglichkeit, hopp oder top. Aber immerhin hast du ja die ganzen Forschungen angetrieben und hast dich auch reingehängt. Mhm. Und nun weißt du Bescheid. Genau. Das ist, glaube ich, noch viel besser, als man immer so spekuliert und im Nebel stochert. Du hast gerade noch erwähnt, da tauchte eine Schwester, eine Halbschwester auf. Ja, also ich habe zwei meiner Geschwister, ich habe ja 9 Stück, kennengelernt. Die eine arbeitet auch als Prostituierte oder hat sie zumindest. Ich weiß nicht, das Letzte, was ich von ihr weiß, dass sie erkrankt ist. Ich habe aber auch schon seit 6, 7 Jahren keinen Kontakt mehr mit ihr. Mhm. Und die andere Schwester wohnt hier auch bei mir quasi um die Ecke. Aber sie ist in so einer Arztfamilie groß geworden. Und da war es halt gut, dass ich adoptiert bin, da konnten wir oft in Urlaub fahren. Ach so. Also, und wir haben uns dann in der Innenstadt getroffen und dann hinterher sagte sie mir, sie hatte gehofft, ich wäre es nicht. Gut, ich weiß nicht warum, wieso, weshalb. Also im Klartext, auch zu den Geschwistern gibt es keinen Kontakt? Nein. Nein, weil ich sage, ich bin jetzt auch im Moment auf so einer Phase, seitdem ich 40 bin, da wird man ja irgendwann erwachsen, dass ich sage, wer mir nicht gut tut, den schiebe ich ab. Ja, sehr richtig, sehr richtig. Deshalb, ich habe auch keine Freunde, weil ich sage, ich muss keine Freundschaften oder Bekanntschaften pflegen, wo nur ich mich melden muss, die nicht an mich denken und gar nicht. Mhm. Also, das war natürlich jetzt eine sehr interessante Geschichte, wie sich das weiterentwickelt hat. Du bereust es nicht, dass du es getan hast. Nein. Du weißt jetzt, was los ist, die Wurzeln sind dir klar und hast begonnen, das so auch zu akzeptieren, wie das sich halt dann gestaltet hat, das Ganze. Genau, also ich habe nach der Zeit viel geweint, weil halt eine Welt für mich zusammengebrochen war, die ich so mühsam aufgebaut hatte. Ja. Aber was soll's? Ja. Ich kann es nicht ändern, also
Ich habe so viel erlebt. Ich bin 2004 an Blutkrebs erkrankt. Und ich habe das jetzt überstanden und mir hat nie jemand geholfen. Also warum soll ich mir irgendwie den Kopf unter den Arm klemmen? Natürlich, klar. Liebe Susanne, es hat mich sehr gefreut, nochmal mit dir gesprochen zu haben. Ja, vor allem ist es witzig. Ich habe vor 2-3 Wochen mal drüber nachgedacht, dir mal zu schreiben, wie es weitergegangen ist. Und dann habe ich den Aufruf gehört, dass es so... Siehst du, das war doch ein Wink des Schicksals, war das ja. doch. Ja. Ich danke dir sehr für den Anruf. Ich danke und dir auch. Alles Liebe, alles Gute. Mach weiterhin. Weiterruf. Ich finde das klasse. Dankeschön. Tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 5050. Heute heißt unsere Sendung So ging's weiter und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, mit denen ich hier schon mal, vielleicht vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten oder vielleicht auch vor vielen, vielen, vielen Jahren schon mal gesprochen habe. Und ich frage euch, wie geht es euch heute und wie hat sich eure Geschichte weiterentwickelt? Weswegen ihr damals bei mir hier angerufen hattet. 0800 220 50 50. Jürgen begrüße ich sehr herzlich und Jürgen ist 47 Jahre alt. Hallo Jürgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen. Ja, wann haben wir miteinander gesprochen, Jürgen? Oh, das dürfte so circa 7 Jahre her sein. Vor 7 Jahre. Und was war das Thema? Über was haben wir gesprochen? Ja, wir haben über meinen Tumor gesprochen, weil ich meinen Tumor an einer Stelle habe, die sehr heikel ist. Und zwar mein Penis. Mhm. Und das sollte zu einer Amputation führen. Ja. Ich habe meinen Penis noch. Ich habe diesen ärztlichen Rat nicht befolgt. Mhm. Es ist ein sehr seltener Tumor. Und es hat zunächst keine Behandlungsmethode gegeben. Wenn ich mich vage erinnere, war der Tumor in der Eichel. Ja, genau. Ja. Mhm. Und wir haben über 2 Jahre lang mit einer lokalen Chemotherapie und mit Bestrahlung das Ganze probiert zu behandeln, ohne Erfolg. Während dieser Behandlung war es letztendlich so, dass durch die Behandlung der Penis wie rohes Fleisch war. Immer 3 Wochen lang quasi rohes Fleisch in der Hose, jede Bewegung tat weh. Und dann war so für circa 1 Woche das alles heil. Das war die Möglichkeit, Sexualität auszuleben. Und dann kam der nächste Zyklus. Das Ganze über 2 Jahre. Und dann war ich mit den Nerven fertig. Ich konnte nicht mehr, ich wollte nicht mehr. Ist der Tumor gewachsen in diesen 2 Jahren? Er ist leicht größer geworden, ja. In welcher Größenordnung befinden wir uns da? Er hat sich auch zum Schaft hin ausgebreitet. Und heute wäre das sicherlich eine größere operative Entfernung. Also zum Schaft hinaus heißt, der Ursprungstumor war in der Eichel und hat sich dann über den ganzen Penis nach unten entwickelt. Ja, genau. Mhm. Das, was für mich das Erstaunlichste an der ganzen Sache ist, da dies ein seltener Tumor ist und ich immer den Arzt gefragt habe, kann man da überhaupt erklären, was das für ein Tumor ist? Und man sagte mir nur, es gibt nur diesen Ausdruck Erythroplasie querat. Mhm. Und vor 1,5 Jahren hat ein Freund von mir erzählt, dass er jemanden kennt, der im Genitalbereich Probleme hat und sehr depressiv ist. Mhm. Und dann sagte ich ihm, naja, ich habe ja auch ein Problem. Er kann sich doch mal mit mir telefonisch in Verbindung setzen. Mhm. Ja. Das hat diese Person auch getan. Ja. Er erzählt mir darüber und während unseres Gesprächs, nach circa 20 Minuten, stelle ich fest, das klingt so, als hätte er das Gleiche wie ich. Und genau das ist es. Und das ist äußerst selten. Und das ist äußerst selten. Mhm. Und er hat den ärztlichen Rat befolgt und hat sich operieren lassen. Ja. Und für ihn ist es eine ganz schlimme Sache, weil er jetzt Suizidgedanken hat, weil er damit nicht fertig kommt. Also man hat ihm den Penis amputiert? Ja, zumindest teilweise. Und man probiert nun zu rekonstruieren. Ja. Ist denn der Tumor damit endgültig beseitigt bei diesem Mann? Das ist nicht klar. Das ist nicht klar. Mhm. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich den ärztlichen Rat nicht befolgt habe. Vor dieser Entscheidung standst du ja dann damals. Stand ich auch, ja. Das heißt, es folgten dann, wie du es gerade beschrieben hast, sehr qualvolle Jahre der Behandlung, der Therapie, die aber nichts genutzt hat. Und heute ist der Tumor so groß, dass er in den Schaft hineinreicht. Ja. Ist das mit dauerhaften, schweren Schmerzen auch verbunden?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe das große Glück, dass es nicht sehr schmerzhaft ist. Hin und wieder verspüre ich zwar etwas, aber es ist kein richtiger Schmerz. Sieht der Penis heute noch so aus wie früher oder hat er sich... Eine leichte farbliche Veränderung, eine Rötung ist da. Und da werde ich dann bei sexuellem Kontakt von Partnern dann schon mal gefragt, was ist denn das? Also, dass man dann Ängste hat, verständlicherweise. Ja. Es könnte ja etwas Infektiöses sein. Etwas Ansteckendes. Und ruhig dann immer. Mhm, ja. Aber es ist natürlich eine blöde Geschichte, darauf angesprochen zu werden, ja, weil das ruiniert natürlich jegliche Atmosphäre. Ich wundere mich überhaupt, dass du mit dem Wissen, da ist ein so großes Tumorgewebe in meinem Penis, dass du mit diesem Wissen noch Lust auf Sexualität hast. Es ist ein Verdrängen. Es ist eindeutig ein Verdrängen. Mhm. Wenn ich damit ein Problem habe, also im letzten Jahr hatte ich wieder ein größeres Problem und habe wieder untersuchen lassen und dann hat man eben festgestellt, dass es sich vergrößert hatte und dann hat man wieder ein paar Tage Depression. Mhm. Aber ich habe letztendlich meinen Frieden geschlossen, sage immer, ich mache keine Behandlung mehr nach dem Motto Tumor, ich tu dir nichts mehr, also tu du mir nichts. Also im Moment passiert überhaupt gar nichts. Du überlässt dich so der Natur, wie es sich halt entwickelt. Ich weiß, dass das Risiken birgt, dass er streuen könnte. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ist das denn eine Tumorart, die offensichtlich nicht sehr stark streut? Sonst wäre es ja wahrscheinlich schon, hätte sich das weiterentwickelt, oder? Das kann ich schlecht beurteilen, weil die Ärzte haben sofort dazu geraten, es chirurgisch entfernen zu lassen. Und niemand hat aber wirkliche Erfahrungen mit dieser Tumorart. Richtig, und kann weil das so selten ist. Das war ja auch bei dieser Behandlung, dass ich vom Arzt empfohlen bekam, etwas zu rauchen. Da meinte ich, wie etwas zu rauchen. Er meinte, ich sollte schon mal einen Joint rauchen, weil die Behandlung so schmerzhaft wäre. Mhm. Da ich nicht Raucher bin, habe ich da eben keine Erfahrung mit gehabt. Mhm. Dann haben wir zunächst während der Behandlung mit Opiaten gearbeitet. Ja. Und das hat nicht ausgereicht. Das ging dann mit Morphium weiter. Und das ist nämlich immer eine blöde Geschichte. Nur um die Schmerzen auszuhalten, der Behandlung mit Morphium behandelt zu werden. Zumal der Tumor selbst diese Schmerzen nicht verursacht, in diesem Ausmaß, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Bist du denn sonst, du hast dich wahrscheinlich dann schon sehr oft gründlich durchprüfen lassen, sonst gesund? Ich bin nicht ganz gesund, nein, ich bin chronisch krank. Das hat aber dann mit diesem Tumor nichts zu tun, oder siehst du da Zusammenhänge? Das lässt sich schwer sagen. Hattest du diese chronische Erkrankung vorher schon? Also ich habe AIDS. Ach, du hast AIDS. Ich habe AIDS, ja. Ja, das ist natürlich wahrscheinlich sehr kompliziert, wie die Zusammenhänge da sind. Richtig, also das lässt sich nicht eindeutig beschreiben. Also ich habe in der Zwischenzeit auch einen Herzinfarkt gehabt und man vermutet, dass dies eben auch auf die Medikamente zurückzuführen ist, aber eindeutig lässt sich das nicht beweisen. Achso, du nimmst permanent sehr starke Medikamente, was natürlich dann in dem Fall auch nötig und notwendig ist. Ja. Dieser Mann, mit dem du gesprochen hast, der das Gleiche hatte und der eine Teilamputation hat vornehmen lassen, warum ist der so unglücklich? Es ist total nachzuvollziehen. Als ich die Nachricht bekam, dort einen Tumor zu haben und das ist ähnlich wie bei Frauen, die eine Brustamputation bekommen, das ist ein Selbstwertgefühl. Da geht es gar nicht darum, dass ich jetzt mit meinem Genital poppen will, sondern das ist ein Teil der eigenen Identität. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, das ganz große Problem. Ja, und so ist es bei dem Mann auch? Bei dem natürlich auch. Das heißt, man fühlt sich entweder... Die Vorstellung, dass das jetzt verstümmelt ist und für immer. Da kann ich schon sehr gut nachvollziehen, dass er große psychische Probleme hat. Ja. Dennoch finde ich das eine ganz erstaunliche Sache, dass du dich dagegen entschieden hast, weil wahrscheinlich doch die meisten, ich wage das mal so zu behaupten, ich weiß es nicht, aber sagen wir mal viele, dann doch aus Angst vor einer weiteren Verbreitung des Tumors gesagt hätten, dann gehe ich diesen bitteren Weg. Ich habe natürlich auch Angst davor, dass das... noch schlimmer würde, aber... Aber du hast dich, so klingt das auch, mit deinem Gesamtschicksal arrangiert. Und, ja, ne? Und ich denke mir, das ähnlich wie die Vorrednerin Sabine oder Susanne, wie sie hieß, sie hat ja auch gesagt, es nützt mir ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Mhm. Und ich sage mir immer, ich sitze in dem Boot und ich ruder nach vorn. Ich bin jetzt nicht so jemand, der den Kopf in den Sand steckt. Und wenn ich jammern würde,
würde das Problem überhaupt nicht verändern. Wie war eigentlich damals, wenn kaum Schmerzen auftreten, wie hast du diesen Tumor in der Eichel bemerkt? War der in der Eichel oder an der Eichel? Das war eine farbliche Veränderung der Eichel. Der gesamten Eichel. Also an einer Stelle. Ach so. Und die damalige Hautärztin, die sagte, sie müsste dort eine Gewebsprobe entnehmen. Und dann dachte ich zuerst, es wäre ein Abstrich. Aber es musste Gewebe entnommen werden. Das heißt, es musste geschnitten werden. Na, ganz fürchterlich. Ja. Man kriegt eine Spritze in die Eichel. Da zieht sich alles zusammen. Das Problem war jetzt vor anderthalb Jahren, als diese Kontrolle abmachen lassen, da sagte man mir, man müsste wieder Gewebsprobe entnehmen. Und dann habe ich gesagt, man weiß doch, dass es das ist. Das muss man doch jetzt nicht machen. Ja, aber nur so könnte man es feststellen, dass es tatsächlich ein Ausbreiten wäre. Und dann mussten wieder diese Spritzen reingesetzt werden. Und das ist sowas von unangenehm. Du hattest gerade gesagt, dass während der Chemotherapie der Penis war wie rohes Fleisch. Ja. Wie ist das erklärbar? Das heißt, die Chemo und die Bestrahlung hat das ganze äußere Gewebe zerstört. Also es ist wie eine offene Wunde gewesen. Also wenn man sich vorstellt, man hat keine Haut drauf. Das klingt wirklich fürchterlich. Ach ja. Und ja, ich wünsche es niemandem. Birgt doch wahrscheinlich dann auch große Infektionsgefahr, ne? Wenn das ja, so roh. In dieser Zeit musste ich natürlich immer höllisch aufpassen, es gut einpacken, Salben drauf. Und ich war immer froh, wenn sich die Haut gebildet hat. Und die war natürlich dann auch während des Sex natürlich nicht besonders anspruchbar, weil sie ja sehr dünn war nachgewachsen ist. Ich bin immer noch völlig erstaunt, dass du selbst in dieser Phase noch Lust auf Sex gehabt hast. Erstaunlich, also ich finde es toll. Also ich wäre da wahrscheinlich völlig... Bitte? Ich bin ein Mensch. Also Sexualität gehört zu unserem Leben. Ja, schon, aber manch einer... Also ich hätte es, glaube ich, nicht gekonnt. Ich wäre da mit den Gedanken woanders gewesen als bei der Lust im Körper. Aber gut, ich finde es gut, wenn man es kann. Die erste Zeit ist es mit Sicherheit auch nicht gewesen. Aber wenn man über 2 Jahre das nicht praktizieren könnte, ja. Und das war natürlich auch so, in dieser Woche ist nicht zwanghaft jetzt Sex betrieben worden, sondern... Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man zwar könnte, aber keine Lust hat. Ja. Hast du während dieser Zeit einen festen Partner gehabt? In der Zeit habe ich einen festen Partner gehabt. Da war das dann so vertrauensvoll, dass er auch mit der besonderen Situation gut umgehen konnte. Naja, ob er damit gut umgehen konnte, ist eine andere Geschichte. Den hat es natürlich auch belastet. Verstehe. Also hast du ja eine ganze Menge schon durchgemacht, Jürgen. Ja, aber wie gesagt, nach vorne schauen. Ja, ich finde das wirklich eine tolle Einstellung und Hut ab. Und ich wünsche dir, dass du uralt wirst mit dieser Einstellung. Dankeschön. Und dass sich das nicht weiterentwickelt. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, Jürgen. Ja, dafür soll sich deine Sendung immer weiterentwickeln und weiter viel Erfolg. Ich danke dir vielmals. Alles Gute. Okay. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Sendung heute So ging es weiter. Und herzlich willkommen, sage ich jetzt zu Maike. Maike ist 31 Jahre alt. Guten Morgen, Maike. Ja, hallo, hier ist die Maike. Jetzt geht's gleich prickelnd weiter mit Sex. Maike, wann haben wir miteinander geredet? Wir haben November 2005 miteinander geredet. Ja. Das war eine Sendung Leben ohne Sex. Leben ohne Sex. Was hast du mir erzählt? Dass ich mit 29 immer noch keinen Kerl hatte. Oh, da haben wir intensiv drüber gesprochen. Naja, ging so. Welche Gründe lagen vor damals? Das war einfach, dass es sich nicht so ergeben hat, also dass ich ja irgendwie erst zu jung gefühlt und dann immer auf der Suche gewesen. Aber es sollte dann auch nicht so hoppdiepop passieren, sondern sollte schon schön sein, aber war auch nicht jetzt wegen irgendwelchem Missbrauch oder aus religiösen Gründen. Es ist einfach so dumm gelaufen, die Entwicklung bis dahin. Genau. Ja. Aber das hatte dir schon erheblich etwas ausgemacht, ne? Ja, schon. Also jetzt nicht so wie von außen denn immer so kam, oh Gott und was und oh nein, sondern eher subjektiv. Also es war nicht das Alter, sondern dass man sich dann einfach nach jemandem sehnt. Ist klar. Also im Jahre 2005 haben wir beide uns unterhalten. Ich hatte noch nie Sex, Leben ohne Sex. Ja. Jetzt haben wir das Jahr 2008 und ich bin sehr gespannt, was Maike mir jetzt erzählt in Sachen Sex. Also, ein halbes Jahr später ist es dann passiert, im schönen Sommer, während der Fußball-WM. Ach nein, war es danach? Ich weiß es nicht mehr.
Es war heiß und es war Sommer. Es war heiß und es war Sommer. Ja. Wie ist es dann dazu gekommen? Also richtig klassisch und liebe Kinder, bitte nicht nachmachen aus dem Internet. Und ja, ein bisschen gechattet und obwohl ich es gerade dann aufgegeben hatte so mit diesen ganzen Flirtzeiten, das war dann ganz normaler Chat. Mhm. Und ja, halt im Internet und dann ein bisschen telefoniert und weil er so schön wohnte im schönen Schwarzwald, ja, habe ich dann beschlossen, ihn mal zu besuchen. Wie mutig und auch wie gewagt, ne? Ja, ja, also... Bitte nicht nachmachen. Ja, eben, ja, genau, wirklich. Deswegen sage ich, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Nicht nur Kinder. Ja, ja, mhm. Naja, du weißt ja, wie der Spruch gemeint ist. Ja, ja, ja. Ja, allerdings muss ich sagen, es war ein sehr, sehr kleiner Chat und viele Leute kannten ihn und haben auch schon mal bei ihm übernachtet und da habe ich dann so ein bisschen nachgefragt, trotzdem sollte man es nicht machen. Also, hätte auch böse ins Auge gegeben. Achso, da haben sich Leute gemeldet, die auch schon mal bei ihm übernachtet haben, Frauen gar. Moment, nicht so. Nein, einfach so, die da mal Urlaub gemacht haben. Ach so. Oder irgendwie, ja, wenn es so ein Chat-Treffen gab, die dann bei ihm übernachtet haben. Verstehe. Einfach mal. So. Aber wie verrückt. Wie weit wohnst du vom Schwarzwald entfernt oder wohntest du damals entfernt? Naja, von Berlin. Ach, von Berlin. Naja, das ist einiges. Ja. Das ist ja schon völlig schrill. Dann, ja, dann setzt unsere Maike sich ins Auto oder in Zug, ja, und fährt jetzt in den Schwarzwald, in den schönen, ja, Schwarzwald, mit dem Vorhaben, nun endlich mal Sex zu haben. Nein. Also es war alles noch offen. Es war nicht nur deswegen. Na gut, aber so damit geliebäugelt hast du ja schon. Ja, also ich habe vorher gesagt, ich kann es einfach nicht sagen. Also komischerweise war ich ja immer so, nein, und um Gottes Willen, erst mal ein halbes Jahr kennen und dann wird es passieren, aber da konnte ich es nicht sagen. Halbes Jahr kennen, halbes Jahr kuscheln, halbes, genau, Jahr reden und dann Sex. Ja, und so, ne? So kam es dann, dass ich die Initiative ergriffen habe. Am ersten Abend war schon ein bisschen Kuscheln angesagt, aber ich habe noch artig im Gästezimmer geschlafen. Wusste er denn, dass du eine Jungfrau bist? Ja. Ja, hast du ihm vorher gesagt? Ja. Was natürlich auf die meisten Männer einen besonderen Reiz ausübt. Ne? Kann aber auch umgekehrt sein. Ja. Ne? Weil die denken, das Mädel weiß nicht, wo es lang geht. Ja. So, denn die erste Nacht lagst du im Wohnzimmer. Noch auf dem Sofa. Im Gästezimmer. Und da war noch alles in Ordnung. Nächsten Morgen zwar zu ihm schon ins Bettchen geschlüpft. Und oh. Ja, und am Abend dann haben wir erst auf dem Sofa gekuschelt und irgendwann wusste ich ja dann, wo die Gummidinger liegen. Dann hat es im Schwarzwald gekracht. Und dann habe ich gesagt, lass uns mal ins Schlafzimmer gehen. Und dann ging es los. Sensationell. Und wie war das erste Mal bei dir im Schwarzwald? Schön. Schön. Also muss ich wirklich sagen, weil viele erleben ja dann irgendwie so ein Horrorerlebnis, ja, 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 und Schmerz und Rücksichtslosigkeit und so. Nee, es war wirklich sehr schön. Also jetzt im Nachhinein kann ich sagen, es gibt auch besseren Sex. Ja. Und ich dachte, es kann doch jetzt nicht alles sein, aber... Wie lange bist du dann noch im Schwarzwald geblieben? Noch eine Woche. Immerhin. Und diese Woche wurde auch gut ausgenutzt. Die Packung war leer. Du bist ja mit diesem Mann nicht zusammengekommen. Leider nicht. Also es war denn leider alles ein bisschen unglücklich und er war da auch nicht ganz ehrlich. Und ich denke schon, dass er am Anfang wollte, aber dann nachher, so wie er es dann aufgelöst hat, also man hätte einfach ehrlich sein sollen und sagen können, Mensch, du, es ist einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber dann so ewiges Rumgelüge und so. Hat sich denn jetzt dann dieses erste Mal so ausgewirkt, dass irgendwie das Eis gebrochen war und du dann noch lockerer an die Sache rangehen konntest oder musstest du Arme dann doch wieder darben eine Weile? Also schon noch eine Weile, schon noch wieder ein Dreivierteljahr. Naja. Und dann war es aber auch gleich eine Affäre. In Berlin hoffentlich. Ja. Ja. Und das war dann richtig Affäre mit, also man war dann zusammen eine Weile. Nee. Es war wirklich bloß so, auch so für einen Monat und es war abzusehen, aber ich kann nicht sagen, was da mit mir los war. Ich wollte es einfach. Also zum Anfang haben wir auch so gesagt, ja, und nichts wird laufen und er hat ja da jemanden und so weiter und so fort und irgendwie... Ja. Dachte ich dann, ach, ist mir jetzt sowas von egal und bei ihm ging es auch gerade nicht so toll und ja, aber mit dem habe ich jetzt noch guten Kontakt. Aber nur so guten Kontakt? Oder läuft auch ab und zu noch was? Nee, das wir haben uns jetzt zwar mal wieder getroffen, aber wir haben uns zusammengerissen. Wie geht's denn aktuell? Hast du einen Freund? Nein. Nein. Immer noch nicht. Ah. Aber ich hoffe, ab und zu mal Sex? Nein, auch nicht. Also es blieb wirklich bei diesen zwei Männern. Na, aber immerhin.
Immerhin, ja. Finde ich. Es hat ja, ich muss auch wirklich sagen, es war dann sehr erleichternd, in den 30. Geburtstag reinzugehen. Das glaube endlich entjungfert, ne? Hast du da? Ja, also es hätte mich, glaube ich, ziemlich frustriert, so den Geburtstag zu feiern, wenn immer noch nicht und so weiter. Hattest du eigentlich, das habe ich vergessen, da haben wir damals bestimmt auch drüber gesprochen, hattest du vorher Erfahrungen und ist dir selbst auch recht schön gemacht? Ja, das ja. Ja, also auch so mit Knutschen und Fummeln und so war dann schon mit anderen Männern, aber eben nicht richtig. Nee, ich meine, ob du dich auch selbst befriedigt hast. Ja. Das schon. Ne? Ja. Ja, das ist ja immer sehr wichtig. Richtig, finde ich, ne? Auch als Vorübung quasi für das erste Mal damit jemand anderem. Ja. Denn sonst kann man es gar nicht. Ja. Ja. Na, mal schauen, jetzt am Samstag, also das hatte ich ja damals auch schon gesagt, dass ich ja bi bin, ist ja Christopher Street Day. Ach ja, du bist bi. Ja. Das heißt aber, du hast noch keine Erfahrung mit einer Frau gesammelt? Nee, da war auch immer bloß große Liebe und Herzschmerz und es kam dann nie dazu. Christopher Street Day ist in Berlin diese Woche. Wochenende. Sensationell. Ja. Ja, Maike, dann brezelst du dich aber so richtig auf. Und dann aber, es soll richtig schweinegutes Wetter werden. Das heißt, die Hormone sprudeln durch ganz Berlin. Und dann schleppst du dir mal so eine richtige, knackige, süße Frau ab. Ja, meistens sind ja die, die ich süß finde, die, wo man noch nicht ran darf vom Alter her. Achso, du stehst auf jüngere Frauen. Nee, also muss ich einfach sagen, dass das mir so aufgefallen ist. Naja, aber es gibt auch so tolle 18-Jährige oder so. Ja, wer weiß, ob sie mit so einer alten Frau noch wollen. Ah ja, klar, 31. Gerade, ich glaube, in der Lesben-Szene ist das durchaus, wird das praktiziert. Ich kenne so ein paar Mädels, da ist gibt es einen großen, ich wollte gerade schon sagen, Preisunterschied, einen großen Altersunterschied. und das funktioniert wirklich wunderbar. Aber du bist auf jeden Fall willens, dich ins Partygetümmel zu stürzen. Ja, so ein Partymensch bin ich nicht, aber ich will auf jeden Fall mal abends vorbeigucken. Eigentlich sind diese Christopher Street Days, genauso wie unser Kölner Karneval, ja die ideale Gelegenheit, Sex zu haben. Ach. Tiergarten gleich nebenan und... Ja, also okay. Alle sind irgendwie gut gelaunt, alle haben was getrunken und alle sind irgendwie auch ein bisschen geil drauf und so, sonst ging man da ja nicht hin. Also das ist schon, da solltest du dir die Gelegenheit beim Schopfe. Das ist ja dann die nächste große Erfahrung, ne, wenn du mit einer Frau... Ja, ja. So rein theoretisch könntest du gar nicht sagen, was dir lieber ist. Nee, kann man nicht, kannst du noch nicht sagen. Ne? Ja, also ich sag immer schon mehr Männer, aber ab und zu dann doch... Ab und zu auch mal Mehl. Ja, da kribbelst du dann auch schon. Ab und zu mal weiche Rundungen und nicht behaarte Beine. Maike. Behaarte Brüste. Ja, aber ich habe ja hier nur gelernt in der letzten Woche bei unseren Sendungen Ehrgeiz und Eitelkeit, dass die ganzen Jungs rasieren sich ja. Ja, wie schrecklich. Findest du auch schrecklich? Ja, also ich mag behaarte Männer und Männer, bitte lass das so, also auch so. Haare auf der Brust, ich mag das alles. So, dazu rufen Maike und Domian auf. Bitte Männer, bleibt bei euren Haaren und rasiert euch nicht glatt. Lasst es wachsen über den Sommer. Bitte. Das ist sehr animalisch, das mögen wir. Richtig. Ne, Maike, ja. So, ich freue mich, dass du angerufen hast. Jo. Und ich drücke dir die Daumen fürs Wochenende. Ich denke mal an dich so nachts, dann denke ich, wer weiß, wo die Maike jetzt liegt und wie es ihr gut geht. Liegen gleich. Ja, natürlich. Das wäre ein schöner Entschuld. Liebe Maike, alles Gute. Schöne Grüße nach Berlin. Einen schönen Sommer dir, ne? Dankeschön. Tschüss. Gut, ciao. 0800 220 50 50. Unser Thema heute. So ging's weiter. Ich möchte mich gerne mit Leuten unterhalten oder unterhalte mich auch schon mit Leuten, mit denen ich schon mal hier gesprochen habe in dieser Sendung vor gar nicht so langer Zeit oder vielleicht auch schon vor so sehr langer Zeit. Und ich frage euch, wie geht's euch heute? Wie hat sich eure Geschichte weiterentwickelt? Herzlich willkommen, Renate. Renate ist 59. Hallo. Hallo, Jürgen. Hallo, Renate. Wann haben wir miteinander gesprochen? Ja, das muss so ungefähr ein Jahr bis circa anderthalb Jahre her sein. Das ist dann noch nicht so sehr lange. Nee. Über was haben wir gesprochen, Renate? Wir haben damals über die Seebestattung meiner Mutter gesprochen. Ah, ich erinnere mich gut. Vielleicht sagst du noch mal ein paar Sätze dazu für die Leute, die sich nun nicht erinnern oder damals nicht dabei waren. Ja, meine Mutter war schon 86 und ist dann sehr plötzlich für uns alle an Magenkrebs erkrankt. Man hat das erst im Endstadium festgestellt. Und sie hat dann noch 6 Wochen ohne Essen, ohne Trinken eigentlich gelebt. Und dann ist sie
leider gestorben. Mhm. Sie hatte sich eine Seebestattung gewünscht, weil sie aus Hamburg kam, mhm, und eigentlich, obwohl wir jetzt hier mitten im Binnenland in der Nähe von Aachen wohnen, hat sie sich immer zum Meer hingezogen, mhm, gefühlt. Mein Vater ist da auch schon beerdigt worden, mhm, vor vielen Jahren, als sie hierher zu uns kam. Und dann haben wir das gemacht, dann so ungefähr 4 Monate später, als dann so richtig Frühling war. Ja, ja. Das war im Juni 2006. Ja, und da hast du so beschrieben, dass man mit einem Schiff rausfährt und es einen bestimmten Punkt gibt im Meer, in der Nordsee, wo diese Seebestattungen vorgenommen werden dürfen. Wir waren in der Ostsee. Oder in der Ostsee. Ostsee. Und sind dann so von Timmendorfer Strand, von dem kleinen Fischerdorf Niendorf aus außerhalb der Drei-Meilen-Zone gefahren, mhm, mit so einem Schiff. Mhm. Und da fand dann diese Seebestattung statt. Da wird dann eine spezielle Seeurne zu Wasser gelassen, die ist auch hübsch geschmückt. Mhm. Es werden noch ein paar Worte gesprochen. Das ist eigentlich eine sehr feierliche Angelegenheit. Mhm. Wie war das? Gibt es da auch noch mal Musik, die eingespielt wird? Oder? Die Musik habe ich selber mitgebracht. Hast du selbst mitgebracht? Ah ja. Mhm. Also ich hatte da schon zur Trauerfeier Musik und die habe ich dann da auch mit hingenommen. Die passte also sehr gut zu meiner Mutter. Welche Musik war das? Wir hatten im Jahr 2005 noch gemeinsam mit meinem Mann und meiner Mutter eine Nordlandreise gemacht, so, mhm, die norwegischen Fjorde hoch. Mhm. Und dieses Schiff spielte immer Chariot of Fire. Mhm. Immer wenn wir den Hafen verlassen haben. Ja, ja. Und diese Musik hatte ich dann so als Eingangsmusik, dann so einiges mit so ein bisschen Panflöte und so Art norwegische Volkstänze. Mhm. Das war was, was meine Mutter also sehr geliebt hat. Was natürlich in dem Moment oder in der Situation der Bestattung auch unglaublich traurig dann ist, wenn man das dann hört und wahrscheinlich 1000 Erinnerungen, die ja durch den Kopf gegangen sind. Ja, natürlich. Ich meine, für mich war das anschließend schwierig, dann diese Musik nochmal zu hören. Mhm. Dann denkt man mal immer daran. Aber es war eigentlich so sehr schön, auch so, wie meine Mutter es gemocht hat. Ja. So, jetzt rufst du mich heute nochmal an. Darüber hatten wir damals gesprochen. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass ich mit meinem Mann gemeinsam mal wieder an die Ostsee fahren würde, um so eine Art Erinnerungsfahrt zu machen. Mhm. Die werden da zweimal im Jahr angeboten, dass man an diese Stelle fahren kann, um dann auch noch mal ein paar Blümchen ins Wasser zu werfen, noch mal an die Verstorbenen zu denken. Und das sollte dann halt jetzt ganz anders kommen, denn mein Mann ist im letzten Jahr sehr plötzlich an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Mhm. Er wurde dann zwar noch operiert, aber es war alles zu spät. Und so ist er dann Ende November letzten Jahres leider gestorben. Mhm. Und auch wir hatten, also mein Mann und ich, hatten also vor vielen Jahren schon beschlossen, eine Seebestattung zu machen. Wir wussten zunächst mal noch nicht wo, aber als wir vor 2 Jahren da waren, haben wir dann spontan beschlossen, weil diese Bucht so schön ist, dass wir da auch mal hin wollten. Und jetzt war ich genau 2 Jahre, nachdem wir meine Mutter dahin gebracht haben, also wirklich fast auf den Tag genau, es fehlte nur ein Tag, war ich dann jetzt mit meinem Mann wieder da. Das heißt, eigentlich war das geplant als Besuch, sagen wir es mal so, an der Stelle, wo die Mutter beigesetzt wurde. Und nun musstest du deinen Mann ebenfalls dort beisetzen. Mit der gleichen Zeremonie, genauso wie damals. Ja, das Schiff war ein anderes. Das hatte ich mir dann so ausgesucht. Das habe ich auch meinem Mann noch gesagt. Ich hatte mal im Internet nachgeguckt. Und die haben im letzten Jahr ein neues Schiff gebaut und in Betrieb genommen. Ein sehr schönes, und dann habe ich gesagt, das gönne ich dir dann. Das haben wir dann auch jetzt gemacht, weil wir auch eine größere Gruppe waren da. Auf dem normalen Schiff passen also dann so bis zu 12 vielleicht, und so kommen 14 Leute als Mitfahrer drauf, und mit diesem größeren war es dann doch schon etwas komfortabler, da gehen also bis zu 40 Personen drauf. Achso, und da war eine Trauergemeinde war von größer, die dich begleitet hat? Ja, es war ein Teil von meiner Familie, von seiner Familie. Mhm. Also meine Geschwister sind natürlich dann auch noch mal, auch schon mal so in Erinnerung an unsere Eltern mitgefahren. Mhm. Und natürlich auch, um mich und meinen Mann zu begleiten. Und dann hatten wir einige Freunde und eben Verwandte, auch Verwandte von ihm waren da mit dabei. Mhm.
Das war an und für sich wirklich schon sehr schön. Ist das für dich nach wie vor auch eine Option, dich auch auf See bestatten zu lassen? Ja, in jedem Fall. Auf jeden Fall. Mhm. In jedem Fall. Wenn du jetzt zweimal relativ hintereinander das erlebt hast, das sind ja sehr einschneidende Erlebnisse, die man natürlich nie vergisst in seinem Leben mehr. Ich glaube, darüber hatten wir damals auch gesprochen. Jetzt verstärkt sich diese Frage nochmal. Könntest du oder kannst du unbefangen an die Ostsee reisen? Ohne. Ja, ob ich da nur wieder so hinreisen kann, weiß ich nicht. Es ist jetzt ganz anders als vor 2 Jahren. Also vor 2 Jahren, als wir meine Mutter dahin gebracht haben, habe ich gesagt, das macht mir gar nichts. Mhm. Und das wäre auch so gewesen. Wir waren also seitdem nicht mehr an dieser Stelle. Aber jetzt, als ich jetzt dahin gefahren bin, war es dann doch ganz, ganz anders. Mhm. Und ich habe auch jetzt dieses Meer ganz anders angeguckt. Ich meine auch gar nicht mal nur an diese Stelle. Könntest du überhaupt einen ganz normalen Ostseestrand fahren, ohne dass dir die ganzen Bilder... Zunächst mal werden die sicherlich hochkommen, aber also für mich ist eigentlich im Moment klar, dass ich hier meine Zelte in absehbarer Zeit abbrechen werde. Ach so. Ich werde hier unser gemeinsames Haus, das eigentlich das Haus meines Mannes war, verkaufen und werde also in meine alte Heimat nach Schleswig-Holstein ziehen. Einfach auch schon deswegen, weil ich da viel näher dran bin. Mhm. Also jetzt fiel mir der Abschied auch sehr viel schwerer, muss ich sagen. Ja, man kann es ja vielleicht auch so verstehen, dass jeder Besuch am Meer so etwas ist wie ein Besuch auf dem Friedhof, dass man dem Verstorbenen näher ist. So ähnlich ist das, ja. Doch, so ist das. Es ist so, dass diese Urnen, die zu Wasser gelassen werden, sich nach einer gewissen Zeit auflösen. Die lösen sich relativ schnell auf. Also das ist auch Absicht. Die müssen sich innerhalb von ungefähr 12 bis 24 Stunden auflösen, damit nicht irgendwie die Strömung, die ja dann durchaus vorhanden ist, sie wieder an Land schreibt. Mhm. Das wäre natürlich nun nicht so toll, wenn man die dann am nächsten Tag da wiederfinden würde. In der Tat nicht. Jetzt ist das ja noch relativ frisch alles, dass du deinen Mann hast beerdigen müssen oder zu Wasser im Wasser beerdigen. Ja, für mich war das eine Beerdigung. Das war jetzt so, wie andere Leute auf dem Friedhof gehen. Ja, ich stutze gerade über das Wort beerdigen, passt natürlich nicht im Wasser, aber wir wissen, was wir meinen. Wie geht es dir heute, Renate? Also mir geht es eigentlich nach wie vor nicht sehr gut. Also ich habe da jetzt schwer dran zu schlucken. Das ging alles so rasant. Man hat mir zwar und auch meinem Mann gesagt, sagte der Professor, Sie werden Ihren Mann an diesem Krebs verlieren. Aber dass es dann so schnell ging, dass er quasi 6 Wochen später nicht mehr da war. Und ich fühle mich ganz, ganz komisch. Ich habe also irgendwo meine Mitte verloren. Ja. Wie lange wart ihr verheiratet? Wir wären jetzt 17 Jahre verheiratet gewesen. Ja. Wir kannten uns gerade so 20 Jahre. Und also er war vorher nicht die erste Ehe, aber immerhin die längste für ihn und für mich. Ja. Habt ihr Kinder zusammen? Zusammen nicht. Ich habe 2 Söhne und die hat er eigentlich dann auch als seine Söhne angesehen. Und er war vorher, bevor diese Erkrankung dann plötzlich auftrat, fit und gesund? Eigentlich ja. Er hatte vor 3 Jahren mal, vor jetzt 3,5 Jahren mit der Prostata zu tun. Das war auch Krebs, allerdings noch sehr im Anfangsstadium. Das ist fast problemlos behoben worden durch eine Operation. Da ist nichts mehr übrig gewesen und eigentlich gab es keinen Grund, warum das jetzt so sein sollte. Du sagst, du hast aber ich wollte noch was erzählen. Das habe ich dem Christian vorhin erzählt. Ich habe gesagt, mein Mann hat einen sehr guten Draht zu Petrus. Inwiefern? Der hatte ja jetzt nur ein halbes Jahr schon mal Zeit, sich da im Himmel zu arrangieren. Als wir an die Ostsee gefahren sind, war zwar wunderschönes Wetter. Ja. Wir hatten ja jetzt einen wunderschönen Mai und Anfang Juni, es war ja herrliches Wetter, aber es gab an der Ostsee einen gewaltigen Ostwind, so mit Windstärke 6 bis 7. Mhm. Der dazu geführt hat, dass in den ganzen Wochen, wenn Seebestattungen waren, die Leute reihenweise seekrank geworden sind. Das war also wirklich dann nicht mehr schön. Mhm. Und auch bei uns war das Wetter so, als wir da hingekommen sind. Wir haben gedacht, oh Gott, was mag das jetzt werden? Und an dem Freitag, als wir hinkamen, der Wetterbericht hatte gesagt, es ändert sich an dem Wind gar nichts. Und dann hatte der Wind so nachgelassen, dass wir wirklich eine richtig schöne Seebestattung hatten, ohne dass irgendjemand seekrank wurde. Und es hat zwar geschaukelt, aber
es war wirklich traumhaft. Man sagt so, das, wie mein Mann sich das gewünscht hätte. Ja, man sagt das so ein bisschen spaßig. Der, er hat einen guten Rat zu Petrus. Aber ich glaube, als Trauernder nimmt man so etwas schon intensiv wahr und setzt das wirklich in Bezug zu dem Verstorbenen. Ja, ich habe das wirklich gemacht. Ich habe auch vorher so kurz ein paar Tage, bevor mein Mann dann leider noch mal ins Krankenhaus musste, so eigentlich ja 5 Tage, bevor er dann gestorben ist, habe ich hier in unserem gerade so eben frisch renovierten Haus zum Beispiel meine Mutter gerochen. Mhm. Von meiner Mutter war seit 1,5 Jahren hier überhaupt nichts mehr und wir hatten unser ganzes Obergeschoss hier völlig neu renoviert. Es standen im Flur keine Möbel und gar nichts. Und mein Mann lag im Bett, es ging ihm nicht so gut an dem Tag, dann ist er rechtzeitig ins Bett gegangen und als ich hochkam, habe ich gedacht, meine Mutter ist da. Und da habe ich gedacht, jetzt holt sie ihn ab. Ja, hast du es gedacht? Mhm. Ja, klar. Mhm. Du hast gerade so einen wichtigen Satz, glaube ich, gesagt, für dich, um dich zu beschreiben. Du hast deine Mitte verloren durch den Verlust deines Mannes. Mhm. Mhm. Hast du ein Umfeld, wo du trauern kannst? Ja, eigentlich eher nicht. Ich bin hier sehr, sehr alleine. Mhm. Meine Söhne wohnen weiter weg, die haben auch beruflich nicht so die Zeit, die sind halt beruflich sehr eingespannt, so mit Mitte 30 bis 40 ist man ja da. Mhm. Und das sollen sie auch tun. Ja. Du wirkst, so wie du sprichst, als eine sehr taffe und resolute Frau, die das so alles im Griff hat. Aber ich glaube, das ist nur eine Außenerscheinung. So sieht das aus und so betrachten mich auch alle Leute rundherum. Vielleicht hat das dann auch was damit zu tun, wenn man jetzt so verzagt wäre und sonst wie, dann würde es vielleicht eher sein, dass die Mitmenschen sich eher um einen kümmern und öfter mal nachfragen. Das findet bei mir eigentlich so nicht statt, weil jeder meint, das schafft sie schon. Und das wäre überhaupt kein Problem. Ich finde das einen guten Plan, dass du gesagt hast, dass du wieder in deine Heimat ziehst. Das ist auch nochmal ein Neuanfang in einen anderen Lebensabschnitt hinein und ist vielleicht auch ein Teil des Abschiednehmens von dem alten Leben. Ja, ich bin hier aus der Aachener Gegend ja nun überhaupt nicht. Ich bin wegen meinem Mann hierher gekommen. Der hatte hier ein Haus und ich lebe hier seit 20 Jahren in dem Haus, aber es hat eigentlich nie mir gehört. Und ja, ich könnte mir ehrlich gesagt auch nicht so recht vorstellen. Ich meine, ich bin jetzt 59 und wenn ich mir vorstelle, ich würde auch so alt oder ungefähr so alt werden wie meine Mutter, die war 86, als sie starb, dann wären das noch fast 30 Jahre. Ich stelle mir das also ganz, ganz schrecklich vor, noch 30 Jahre lang hier so alleine. Da musst du gehen. Ich würde es aber auch ganz komisch finden, hier irgendeinen anderen Menschen mit reinzubringen in dieses Haus. Und deswegen denke ich mal, ich sollte wirklich dann völlig neu anfangen. Ja. Schon meinen Mann habe ich in meinem Herzen und sonst wo überall. Ich finde das sehr, sehr lebensklug. Ich finde das eine sehr gute Entscheidung, Renate. Ich gucke gerade auf meine Uhr. Wir haben schon sehr lange miteinander gesprochen, aber ich habe sehr gerne mit dir gesprochen. Wenn du gerne möchtest, kann ich dir auch noch ein Gespräch mit Sabine, meiner Psychologin, anbieten. Ja, das wäre ja vielleicht mal gar nicht verkehrt. Ja, finde ich auch. Ich freue mich sehr auch, dass du mich nochmal angerufen hast und wünsche dir von Herzen alles Gute, wenn du jetzt einen neuen Abschnitt beginnst und einen neuen Start dann in Norddeutschland dann auch schaffst. Von Herzen alles Liebe, alles Gute, viel Kraft. Danke. Du legst bitte auf, wir melden uns gleich wieder. Okay. Tschüss. Euch eine schöne Sommerpause. Vielen Dank, sehr nett von dir. Tschüss. Ja, tschüss, Jürgen. Jessica begrüße ich herzlich. Jessica ist 27. Hallo, Jessica. Hallo. Jessica, wann haben wir miteinander gesprochen? Letzten Monat, genau vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren? Jo. Hammer, ist das eine Sache. Das ist Hammer, ne? Ja. Über was haben wir gesprochen? Damals über nicht so schöne Sachen. Ich lag damals in der Reha-Klinik. Ich habe dich von der Reha-Klinik aus angerufen. Mhm. Ich lag davor ein halbes Jahr lang im Krankenhaus, auch im Koma. Mhm. Die Ärzte wussten damals nicht, was ich hatte, weil ich mich von meiner Art her immer halt wieder zum Kind zurückentwickelt habe. Ich konnte nicht mehr laufen, nicht mehr sprechen und habe dann Chemotherapie bekommen, wo es dann hieß, das ist das Letzte, was mir helfen würde. Du hast eine Chemotherapie bekommen, obwohl keine Krebserkrankung vorlag? Nein. Ich habe eine Entzündung im Nervenwasser gehabt. Ach so. Das heißt, das ist das, auch Chemo muss nicht immer nur bei Krebs sein. Ja, du hast recht. Aber man verbindet das immer dann. Mhm.
So, und danach bin ich in der Reha-Klinik gekommen und da hatte ich dann mit dir gesprochen. Ja, das Leben ist dann eigentlich weitergegangen. Ich bin wieder fitter geworden. Mhm. Ja, sage ich mal, fast wieder ganz gesund. Du bist fast wieder ganz gesund? Fast. Ja. Bis 2005. Dann haben die Leute MS bei mir festgestellt. Mhm. Wobei ich sagen muss, bis jetzt jeder Schub komplett wieder zurückgegangen ist. Also Schub, man nennt das so, man bekommt diese Erkrankung in Schüben. Ja. Genau. Mhm. Und ja, dann hieß es aber damals halt, ich würde keine Kinder kriegen, durch die Chemotherapie. Mhm. Damals, da ich im Koma lag, ich weiß davon nichts, meine Mama war es natürlich egal, Hauptsache ihr Kind ist halt am Leben, ne? Mhm. Und ja, heute bin ich glückliche Mami von einem anderen, habe ich ja schon gesagt. Das ist ja schön, das ist ja eine schöne Nachricht. Ja. Glückwunsch und Gratulation, Jessica. Das ist ja wirklich eine gute Nachricht und eine schöne Nachricht. Ja, deswegen, also so im Großen und Ganzen ist in 10 Jahren viel passiert. Ja, allerdings. Ich glaube, wenn man diese Art der Erkrankung hat, zum Beispiel auch MS, das ist ja eine Autoimmunerkrankung, dass natürlich die Seele und die Psyche ganz, ganz viel mitspielt. Ja, auf jeden Fall, gerade bei mir. Also jedes Mal, wenn es mir vom Kopf her halt nicht gut geht, kommt halt so ein Schub. Und dann so ein Glück zu haben, ein Kind zu kriegen. Das ist das, ja. Und dann ein gesundes Kind in Händen zu halten, genau, ist ja die absolut beste Medizin überhaupt, die man sich vorstellen kann. Ja, das stimmt. Dir ging es damals sehr, sehr, sehr schlecht, als wir miteinander gesprochen haben. Mir ging es gar nicht gut. Das war also auch schon auf der Kippe, du hättest so sterben können. Da ging es mir schon wieder besser. Da weiß ich ja gar nichts mehr. Aber vorher war es eben so gewesen, genau, wie du es erzählt hast, genau. Genau. Und dann haben halt die Ärzte gesagt, es gibt halt nur noch die Möglichkeit, die Chemo. Wurde gemacht und dann ging es auch langsam wieder besser. Ist denn jetzt diese merkwürdige Erkrankung, die du damals hattest? Es weiß keiner, wo es herkam, es weiß keiner genau, was es war. Und die ist weg? Die ist weg, ja. Die ist weg. Also es kam auch Gott sei Dank noch nicht wieder, was ich auch nicht hoffen möchte. Mhm. Und also das ist ja schon fast eine große angsteinflößende Erkrankung, dass man sich zum Kind zurückentwickelt. Ich weiß es nicht, mir fehlt ein halbes Jahr. Domian, mir fehlt es. Ich weiß es nicht. Ich kann es auch nur von Erzählungen von meinen Eltern wiedergeben. Du konntest nicht mehr, die Sprache hat sich auch zurückentwickelt. Genau, ich konnte nicht mehr sprechen, ich habe mit fast 18 Jahren Pampers getragen, ich konnte nicht mehr laufen, ich habe meine Eltern nicht mehr erkannt. Wie hat sich der Körper denn entwickelt in dieser Zeit? Ja, es hat sich ganz normal weiterentwickelt. Der war ganz normal, aber du hast nur dich... Vom Kopf her. Vom Kopf her wurdest du ein Kind. Genau. Ist das eine Erkrankung, die äußerst selten ist? Ich denke mal. Also so wie ich weiß, ich lag damals in der Uni Münster, haben sich wohl auch Ärzte aus Amerika da eingeklingt und ich kann es nicht sagen, weil keiner wusste, was es ist oder weiß es heute noch nicht. Das heißt, diese Chemie... Ich sage jetzt mal, heute, also meine Neurologin aus dem Krankenhaus... die haben eine Vermutung, dass es eventuell mit der MS zusammenhängt. Man weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Man kann sagen, dass diese Chemotherapie unter Umständen dir dann damals das Leben gerettet hat. Hat sie sogar, ne? Hat sie, definitiv. Mit Sicherheit sogar. Ja. Mhm. Du bist heute stolze Mutter. Ja. Auf welcher Ebene befindet sich die MS-Erkrankung zurzeit? Also bei mir äußert sich das mit Schüben aus. Ich hatte bis jetzt vier, fünf Stück. Durch Taubheitsgefühl. Taubheitsgefühl, ja. Aber du kannst noch ganz normal gehen, brauchst keinen Rollstuhl oder Krücken? Nein, gar nichts. Ja. Das Einzige ist halt, ich muss jetzt mir spritzen regelmäßig und hoffen, dass es hilft, ne? Ja. Das ist wirklich toll. Das freut mich sehr für dich. Ja, ja, ich freue mich auch. Wirklich. Bist du alleinerziehend oder bist du in einer Partnerin? Nein, ich bin in einer Beziehung, heirate auch jetzt im September. Also perfekt. Also es ist alles super. Perfekt. Wenn ich den anderen ein bisschen unter Kontrolle kriege, dann geht's schon. Toll. Ich glaube, dass man sowas natürlich alles noch viel, viel besser wertschätzen kann, wenn man sowas hinter sich hat. Man sieht es mit anderen Augen. Mhm. Ja, und vor allem, ich weiß es nicht, wie auch das die Dame vorhin sagte, die vorhin gesprochen hat, man darf den Kopf nicht im Sand stecken, weil es gibt immer Leute, denen geht das schlechter als ein. Na? Also, ich freue mich, dass du angerufen hast. Ja, ich freue mich. Aber ich möchte noch kurz was sagen. Es war vor langer Zeit mein junger Mann in der Sendung, der hatte auch MS, ein Türke. Vielleicht kannst du dich entsinnen. Der hatte irgendwas erzählt, dass es erbbar ist und alles. Das ist völliger Quatsch. MS ist nicht erbbar. Ich habe mich sofort nächsten Tag meine Neurologin angerufen und gefragt. Da hattest du schon Angst, dass dein... Ich wusste, dass das nicht stimmt, weil ich habe ja die Diskussion gehabt, weil ich ja schwanger war. Ich hätte das Kind ja nicht gekriegt. Hat er das so gesagt damals, der Anrufer? Ja, und deshalb, der hat so einen Mist erzählt zum Thema MS, was einen
ich weiß es nicht, der, der keine Ahnung hat, richtig Angst gemacht hätte. Gut, dann haben wir das nochmal klargestellt. Jessica, ja. Also wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast, freue mich noch mehr, dass du auf gutem Wege bist. Und ich muss zwischendurch auch mal sagen, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr offensichtlich sehr viele von euch uns über so viele Jahre die Treue haltet. Das ist ja wirklich sehr, sehr schmeichelhaft. 10 Jahre dabei zu sein, ist schon eine tolle Leistung und das freut mich. Ich höre nicht auf damit, das freut mich sehr. Jessica, alles Gute für dich und deine Familie. Klar. Okay, und schönen Urlaub. Dankeschön, tschüss. Jo, tschüss. Und ich bin verbunden mit Karl-Heinz. Karl-Heinz ist 63. Hallo Karl-Heinz. Hallo Jürgen. Karl-Heinz, wann haben wir miteinander geredet? Ich glaube, ich bin heute Abend der Älteste. Das stimmt, ja. Nicht vom Alter, sondern auch 11 Jahre ist es her. 11 Jahre ist es her. 1997. Und über was haben wir gesprochen? Und zwar ging es darum, ich bin LKW-Fahrer gewesen. Ja. Bin jetzt in Rente. Ja. Und ich bin quer durch Europa gefahren, hatte eine Satellitenanlage an Bord, bin dann nachts um 1 Uhr rechts rangefahren, habe meine Anlage aufgebaut, habe Domian aufgezeichnet. Ja. Dann bin ich entweder, wenn das rum war, entweder weitergefahren oder ich habe geschlafen, habe den Wecker gestellt für 1 Uhr. Bin aufgestanden, habe das aufgezeichnet. Ich habe ein Fernsehgerät gehabt mit so einem, Videorekorder. Ja, Videorekorder. Und das hast du gemacht, egal wo du in Europa warst? Ja, egal, ob London oder In Spanien, Italien? Überall. Ja, ich bin in ganz Europa gewesen. Ne? Und wir sind ja über den Satelliten in ganz Europa auch empfangbar. Genau. Denn ich hätte in England ja Probleme gehabt. Weil da ist ja Seekamm, glaube ich, dieses... Ach so, ja, kann sein, ne, ja. Dann hast du nur Bild, aber keinen Ton. Ja, ne? Vielleicht, ja. Und durch die Satellitenantenne war das halt, die musste nämlich, musste ja dann abends immer ausgerichtet werden. Ja. Ne? Das habe ich am Spiegel, habe ich eine Vorrichtung gehabt. Ja, jetzt kam es ja dann noch schlimmer. Dann dafür hast du, ich habe 11 Jahre kenne ich dich jetzt, ne? Da hast du noch nicht einen einzigen gesagt, du, ich schicke dir mal ein Autogramm. Und zwar kommst da, ja, hast du mir angeboten. Ich habe dann, da hast du gesagt, ja, und da kommst du am Wochenende heim. Da habe ich gesagt, jawohl. Und dann schaust du 5 Stunden Domian. Dann habe ich gesagt, ach, genau so ist es mit meiner Frau zusammen. Ich habe diese Kassette gehabt, da waren 5 Aufzeichnungen drauf. Ja. Und dann haben wir jeden Samstag oder Sonntags, je nachdem, wenn ich Samstag spät heimkam, haben wir 5 Stunden Domian. Das ist ja unfassbar. Das ist ja wirklich, wirklich unfassbar. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich hatte am Anfang, habe ich mir jede Woche eine Kassette gekauft. Und das aufgezeichnet und habe immer die Kassetten aufgehoben. Heute mache ich es anders. Heute zeichne ich auf und lösche das wieder. Verstehe, das ist auch praktischer. Sonst wird das ja eine Riesenmenge. Ja, ich habe eine Riesenmenge. Ich gehe mir davon aus, dass du heute im wohlverdienten Ruhestand bist. Ja, ich bin im Vorruhestand. Ja, und dennoch verfolgst du unsere Sendung nach wie vor regelmäßig. Jürgen, wenn ich es nicht kann, dann ich zeichne auf jeden Fall jeden Abend, jede Nacht auf. Ne, und dann gucke ich es mir morgen an. Morgens zum Frühstück oder nachmittags. Ja. Wenn jetzt im Garten gehen, ist natürlich nicht. Aber so an und für sich gucke ich mir dann am Frühstück, gucke ich mir dann Jürgen Dorf an. Ne? Ich habe das gerade nicht richtig verstanden mit dem Autogramm. Wie meintest du das? Du hast damals zu mir gesagt, du guckst 5 Stunden Domian. Du, das ist mir das aber wert, dass ich dir ein Autogramm schicke. Ach so, natürlich. Dann hast du mir ein Autogramm geschickt. Und das habe ich in deiner Sendung vorher und nachher nie wieder gehört. Oh, da war ich ja ganz stolz, ne? Dass du mir angehört, denn man hört meistens immer, kann man doch ein Autogramm kriegen. Stimmt. Ne? Also, das ehrt mich, sage ich auch nochmal, sehr, sehr, was du gerade gesagt hast. Und noch ganz eins, noch ganz schnell, Jürgen. Ja. Ich habe auch einen Brief von dir. Denk mal an Smalto. Ach, ich weiß. Weißt du, wer ich weiß. Bin? Ja, ich weiß. Und ich weiß. Maria und ich. Ein Geheimnis jetzt für die anderen Zuschauer. Genau. Nein, das sollst du ja nur wissen. Ja, mein lieber Karl-Heinz, du grüßt herzlich deine Liebste von mir. Mach ich. Alles ich finde das wirklich ganz toll und bedanke mich für die große Treue. Ja. Da freuen sich meine Mitarbeiter genauso drüber, wie ich mich darüber freue. Aber diese Treue gilt ja nicht ausschließlich meiner Person, sondern sie gilt den Anrufern hier.
die sich hier bei mir melden und denen ihr sehr gerne offensichtlich dann zuhört. Jürgen, dir einen schönen Urlaub, ne? Karl-Heinz, ich danke dir und wünsche euch auch ein schönes Sommerfest. Schönen Sommer, Sommerzeit, wollte ich sagen. Recht schönen Dank. Tschüss. Wieder schön. Ciao. In der Technik heute Nacht Annette Bastian. Morgen sind wir nochmal da und dann gehen wir in die Sommerpause. Morgen nochmal eine freie und offene Themenrunde. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Und ab 0 Uhr könnt ihr wie immer schon hier bei uns anrufen. 0800 220 50 50. Gute Nacht, schöne Nacht. Bis morgen. Bye-bye.